Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Hallo, mein Name ist Claudia Riedler-Bittermann, kurz vorm Riebissel. Ich bin Biografin, das heißt, ich schreibe die Lebensgeschichten anderer Menschen auf und mache daraus schöne Bücher, die sie dann an ihre Verwandten oder auch an Freunde weitergeben können. Die Leute erzählen mir ihre Geschichten, ich mache einen Text und gemeinsam mit den Fotos, die wir aussuchen, wird es dann ein schönes Buch. Und das heißt, die Arbeit der Lebensblüten ist ganz verwandt mit meiner Arbeit und ich finde das ganz großartig, was sie machen, weil man nämlich die Lebensgeschichten nicht nur lesen und anschauen kann, sondern auch hören kann. Es ist wirklich eine ganz besondere Arbeit. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass eben der Fokus auf die schönen Momente liegt. Also, dass man sich noch einmal erinnert an alles, was gut gelaufen ist und das noch einmal nicht zu Papier bringt, so würde ich das sagen, sondern in einen Audio-File bringt. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Familie und Freunde ganz besonders wertvoll ist, wenn man die Stimme von Oma, Opa oder Tante, Onkel, Mama, Papa auch dann noch hören kann, wenn die Person einmal nicht mehr unter uns ist. Und das ist dann, stell mir vor, so wie ein Hörbuch, das man sich immer wieder anhorchen kann und wo man einfach gern eintaucht in die Geschichte und sich von dieser Stimme berieseln lässt und das die Erinnerungen sicher noch mehr weckt, wie wenn man einfach nur so über die Person spricht. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen und werde es sicher einmal machen, dass ich meine Geschichten, wenn ich einmal alt bin, dann erzähle und mir von den Lebensblüten daraus eine CD machen lasse. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.